In diesem Video erkläre ich dir, warum Kühe eine Ketose bekommen können und wie du diese Tiere richtig erkennst. Deine frisch abgekalbten Kühe haben Probleme in den ersten Laktationstagen und fressen nicht richtig? Wenn der Tierarzt diese Tiere untersucht, sagt er häufig, sie hätten ein Stoffwechselproblem. Aber was konkret bedeutet das? Ich erkläre es dir. Deine Kühe könnten eine Ketose haben. Du fragst dich, wieso eine Ketose entsteht? Kühe brauchen viel Energie, um Milch zu produzieren. Zu Beginn einer Laktation kann der Pansen noch nicht so viel Volumen an Futter aufnehmen. Die Energieabgabe mit der Milch übersteigt die Energieaufnahme durch das Futter. Daraufhin fällt die Kuh in ein Energiedefizit. Um diesen Energiemangel auszugleichen, verbrennt die Kuh Körperfett, wodurch Ketonkörper gebildet werden. Ketonkörper sind auch eine Art Energie. Jetzt denkst du dir vielleicht, wenn über Ketonkörper Energie bereitgestellt wird, ist doch alles gut? Dem ist nicht so und ich erkläre dir auch warum. Um die Ketonkörper in die für die Kuh verwertbare Milchenergie umzusetzen, braucht die Leber viel länger und wird dadurch auch sehr belastet. Es besteht die Gefahr, dass sich eine Fettleber entwickelt. Deshalb wird diese Krankheit auch Lipomobilisationssyndrom genannt. Zusätzlich wird dem Gehirn gemeldet, dass doch genug Energie vorhanden ist. Es fließen ja schließlich genug Ketonkörper im Blut herum. Folglich wird auch noch der Appetit gehemmt. Die Kuh frisst nicht, sodass sie in eine Abwärtsspirale fällt. Sie schmelzt weiter Fett ein, Ketone werden frei, der Appetit wird gehemmt, sie gibt trotzdem anfangs weiterhin Milch. Du fragst dich, wie du deine Ketosekuh aus diesem Teufelskreis herausholen kannst? Wichtig ist, dass du diese Tiere zeitig genug erkennst. Wenn dir eine frisch melkende Kuh auffällt, die nicht richtig frisst, solltest du sie untersuchen. Wie du weißt, startet die Untersuchung immer am Kopf. Einige Ketosekühe haben kalte Ohren und eingefallene Augen. Das deutet auf einen schlecht funktionierenden Kreislauf hin. Du hast bereits gelernt, dass man den Ketonkörpergehalt einer Kuh einfach über eine Blutuntersuchung im Stall feststellen kann. Eine Kuh mit einem Blutketonwert ab 1,2 hat eine Ketose. Mit den Teststreifen für Haaren kannst du ebenfalls eine Ketose diagnostizieren. Bei einem Plus hat die Kuh eine leichte Ketose, bei 3 Plus eine schwere Ketose. Bei der Untersuchung des Pansens fällt dir auf, dass dieser meist leer ist und schlecht bis gar nicht läuft. Meist haben Kühe, die nur eine Ketose haben, auch kein Fieber. Aber eine Ketose kommt häufig in Kombination mit anderen Krankheiten, wie zum Beispiel Lahmheit, Lattmagenverlagerung und Metritis. Da diese Erkrankungen meist mit Schmerzen verbunden sind, geht es den Tieren schlecht und sie fressen weniger, was das Energiedefizit noch verstärkt. Daher müssen die Tiere immer gründlich untersucht werden, um mögliche Grunderkrankungen zu erkennen. Hast du in deiner Bekanntschaft zufällig einen Diabetiker? Auch Diabetiker können in eine Ketose rutschen. Dann sagen sie, dass sie den Kater ihres Lebens haben, weil die Ketonkörper ins Gehirn gehen und ihnen sozusagen die Sinne vernebeln. So kann es auch den Kühen gehen. Im Umgang mit Ketosekühen musst du vorsichtig sein, weil auch diese aufgeregt und übersensibel durch die anflutenden Ketonkörper sein können. Dies kann sogar bis hin zum Festlegen des Tieres führen. Man spricht dann von einer nervösen Ketose. Du weißt jetzt, wie Ketosen entstehen, fragst dich aber, was du machen kannst, um diese zu verhindern? Ziel ist es, passende Futteraufnahmen bei Trockenstehern und frisch melkenden Tieren zu erreichen. Dazu sind eine optimale Trockensteherration und eine passende Frischmelker- oder melkende Ration die Grundlage für den Erfolg. Mit einer guten Umwelt und einem klugen Management zur Vermeidung von Begleiterkrankungen kannst du Ketosen komplett verhindern. Am besten schauen wir uns deine Frischmeckergruppe und deine trockenstehenden Tiere einmal an. Gibt es keine lahmen Tiere? Ist die Belegdichte unter 90%? Haben auch rangniedere Tiere ungestört Zugang zum Trog? Und ist immer eine ausreichend adäquate Ration für die Tiere erreichbar? Diese wichtigen Fragen solltest du mit Ja beantworten. Falls nicht, musst du Lösungen finden, um diese Bereiche zu verbessern. Wie du siehst, ist die Ketose eine sehr komplexe Krankheit. Im nächsten Video sprechen wir über die Gebärmutterentzündung. Sie wird auch Metritis genannt.